Explosion. Ach, laut, ja, ist okay. Ein Gesellschaftsspiel als Videospiel, aber ist nicht eine jedes Spiel eigentlich ein Gesellschaftsspiel, weil man ja das Spiel und du bist tot. Versteck dich hinter irgendwo. Ob man doch eigentlich jedes Spiel in Gesellschaft spielt? Also Online-Spiele, Offline-Spiele. Aber WoW ist doch ein Gesellschaftsspiel. Ja, wahrscheinlich kann er so sagen. Vergiss dein Ziel nicht, ne? Nämlich ja. Wo ist er denn? Ja? Was? Ich weiß ja auch gar nicht mehr wo. Oh Gott, der ist in der Geisterstelle. Ah, da ist die Geisel gestorben. Ja? Ja, das muss man auch noch taktisch vorgehen und wahrscheinlich da, wo die Geiseln sind und hinten sich anschleichen. Ein Brettspiel. Okay, worum geht's da so drin? Im Groben? Da muss man auch alles aus der Nase ziehen, ne? Ja, ich verstehe es auch nicht. Paule Sau. Oben ist noch was. Ist schon cool. Ah! Auch schon mal bitte laut. Ja, dann versuch du mal. Jetzt schon wieder. Oh, vibriert. Ja. Mir geht das zu sehr auf die Augen. Ja, ich merke das auch schon. Ich krieg schon leicht das. Oh, tot. Oh, tot. Ein Brettspiel. Muss man orientieren eben hier. Alles gut, alles. Einen wunderschönen Sean. Hallo Sean. Ja, Sören, wir haben Zeit. Du hast auch Zeit, ein bisschen zu schreiben. Also, trag mal zu. Ah, oh, doch, es geht los. Der kann mich auch. So, wo ist denn hier eine Geisel? Hier ist keine Geisel. Oh, die können betäuben. Ist auch gut. Betäuben, hier wird keiner betäubt. Die werden alle nur getötet. Betäubt wird hier keiner. So, wie komme ich denn da oben? Ach, da war ich ja schon. Alles gut. Alles gut. Ach, Geisel? Wer hat denn schon eine Geisel getötet und warum? Ja, doof. Du kannst das Spiel genauso wenig. Jetzt Maul, ne? Sören, hast du RimWorld gespielt? Oh, okay. Kommst du denn auf RimWorld? Was ist denn mit RimWorld? Also ich hab das vorhin in einem Podcast gehört. Ja, soll auch gut sein. Ja? Wie heißt denn dieses scheiß Götterspiel? Ist auch ein Götterspiel oder nicht RimWorld? So wie Black and White halt nur anders. So wie Population. Nee, das war was damals. Was? Ich roll mal eben aus dem. Du bist auch einer. Roll raus. Und dann gebe ich mal hier RimWorld. Krieg gleich in welche Porno sein hier. Gegen RimWorld. Das ist ein Rimble für Porno. Oh! Ach, was? Pixelspiel von 2013. Ach doch, da meinst du dieses Überlebensspiel. Das spielt doch Dennis Richtarski von Rocket Beans auch. Wo du auf so einem Planeten landest und dann quasi deine eigene Kolonie erstellen musst. Und so ein Schnickschnack. Ja, ja, das ist nicht bekannt. Ja! 28 Euro. Denkst du darüber? 108. Hast du die Katzenbombe gesehen? Ja. Hast du einfach nicht gesehen. Och, ist doch scheiße. Ihr habt es auch nicht geschafft. Die ist vielleicht lieber Chat. Stirb! Du Knecht. Nichts für die Dauer. Aber RimWorld, oh, das ist aber auch, glaube ich, relativ. Relativ umständlich, hätte ich fast gesagt, so komplex. Wie komme ich denn da hoch, Jungs und Mädels? Also, okay, ich dachte, RimWorld wäre ein 3D-Spiel oder irgendwas in der Richtung. Aber was macht das Spiel denn so schwer? Das überlebt man, oder? So, oben, rechts, links, rechts. Ja, das elegante. Elegante. Das ist jetzt elegant reingerollt gewesen. Ja, hoffe ich doch mal. Jetzt elegant wieder raus. Ja, ja. Das wird auch besser, Jenny, versprochen. RimWorld, ja.
Ich habe mir aber sagen lassen, dass das Spiel sehr langwierig sein soll. Um da so ein bisschen was zu erreichen, muss man echt lange bauen. Ah, da ist noch was. Ich habe keine Sonderbomben oder einen Schnickschnack mehr. Ach, das wollte ich nicht. The people's floppy plans. Da bin ich mir vorhin gegen klein. Hä? So, wir könnten jetzt raus, aber ich habe natürlich einen gewissen Anspruch, nämlich alle Ghetto Blaster zu finden. Und da irgendwo war rechts noch ein Häuser. Eine Etage, die wir nicht weit haben von den üblen Gangstern. Die Frage stellt sich nur, wie kommen wir darüber? Ach, da. Ja, Frage war gut. Vorspringen. Das Alte. Lauf, lauf. Ah, gut, aber wie ist das? Hat man da so eine Kolonie und kann man die Minniken dann steuern oder? Ja, kann man. I kill ya! So, da ist der Ghetto Blaster und wen nehmen wir denn zuerst? Den linken oder rechten? Dann den rechten. Bam, tot. So, wir haben wenigstens alle Ghetto Blaster gefunden. Oh, das heißt, oh, sehr schön. Ein Ziel erreicht. Nach dann. Oh, ich brauche jetzt auch nicht mehr. So, ich sterbe jetzt noch. Pass auf, da ist jemand. Guter Versuch. Bunny Lord. Schade. Oh, wir haben Spanier manchmal. Wenn wir noch mit meinem Handy ein bisschen hier runterfahren. Ach gut, schon mit Bad Leer ist. Okay. Oh, Jesus, wir haben einen neuen Kameraden in unserem Team. Willkommen, Jesus. Natürlich nicht, das ist noch Slippy. Jesus heißt er. Also. Okay, also ein Aufbaustrategiespiel, so wahrscheinlich dann, ne? Jesus. Das ist aber kein Insektenfresser, sondern ein sexsüchtiger Spanier, ein rosa Leggings. Ha. Alles klar, wir haben also unser Team komplettiert oder ergänzt um einen spanischen Jesus, der sexgeil ist und unser Legends trägt. Boah, Bunny Lord mag Spanien nicht. Oder? Ja, das sage ich nicht nein. Also Sean hat gerade angeboten, es gibt also dieses Steam Family, das kann man einrichten und kann man ein paar Spiele des anderen spielen, ohne die kaufen zu müssen. Weil das Spiel kostet 28 Euro. Das finde ich, nur um mal kurz reinzuschnuppern, ein wenig happig. Bei Mobs, ja, ist natürlich auch bei Steam so. Bei Steam haben sie so ziemlich die Demos so verabschiedet, ne? Demos gibt es ja, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr. Nee. So, PS4, wenn ich da einen Shop gucke, ist auch nur für Rotze-Demos. Das ist, hat ja auch damit zu tun, du kannst ja online mittlerweile die Spiele zurückgeben, ne? Du hast ja auch 14 Tage Rückgaberecht. Oh, Jesus! Nehmen wir mal gleich Jesus für No-No-Negotiation. Save the hostages, baby! Ach, das ist schon der Schwarz. Ey, ja, der geht automatisch hoch, wieso ist der nochmal schon gegangen? Kollege. So, auch gelange zum Münz. Oh, 40 Sekunden. Gut. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Da darf ich jetzt nicht rüber, weil der. Geisel. Ah. Und der hat ganz schön ordentlich Bombs hinter, ne? Ja. Ach komm, ich wollte schon sagen, wer da drin ist. Yeah, der ist. Ach, ist ja gar keiner. Ist ja gar keiner. Wie schießt denn der Magger, Alter? Oh. Oh, mir war zurück, das hat mir nicht gefallen. Alter, muss die Tür auf, ist gut. Ach, der ist jetzt auch noch gestorben, ich hab den.
Da oben ist ein Wolf oder was ist? Ach, da komm ich wieder hoch, alles klar. Also ich spiele normal. Aber Jesus scheint das nicht so mit dem Ziel zu haben, wie man gerade gesehen hat. Hammer haben die. Wuff. Finde die Hunde 1 von 2. Meine Garde habe ich auch schon geschafft. War jetzt hier rüber. Der Jesus erinnert mich ein bisschen an den. Das ist der zweite Hund. Was? Oh ja, machen wir gleich. An den Film The Big Lebowski, da gibt es auch einen Bowling-Spieler. Heißt der nicht auch Jesus? The Big Lebowski? Ja, der ist glaube ich auch Jesus. Der Bowling-Spieler. Oh! Fabulous! Das war gut. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe den Film nie ganz zu Ende geguckt, nur zur Hälfte. Du hast auch wirklich einfach ja, keinen Filmgeschmack. Gab's nicht gesehen, Big Lebowski nicht ganz angeguckt. Gab's beim letzten Quiz nicht auch so eine Frage mit Big Lebowski und Bowling oder so, ne? Ja, was, genau. Die Teppich sucht er, ne? Nee. Der Teppich, genau. Genau, wegen dem Teppich. Ja, Angelo, falls der überhaupt noch da ist, der wird mich wahrscheinlich köpfen. What? Big Lebowski? Nicht geguckt! Angelo hat Geschmack. Aber manchmal muss man Filme mehrmals anfangen zu gucken. Oh, so eine Geisel. Oh, fuck! Unten sind zwei Jungs. Er hat es nicht mitbekommen. Umso besser. Was macht der Angelo denn gerade? Guck schon Kong zu. Nach oben muss er wahrscheinlich. Genau, guck gerade Kong zu. Ne, der streamt heute nicht. Wieso? Hat er feste Tage? Hm, Freitags. Quatsch! Doch. Der streamt nur freitags und schaukelt nicht vom Montag bis. Wenn du siehst, wie viele bei dem subscriben und spenden, da flackern die Ohren. Dann musst du das, glaube ich, nur einmal im Monat machen. Was macht der denn jetzt in der restlichen Woche? Noch viel. Der synchronisiert ja jetzt mittlerweile ganz viel. Der hat ja ganz viele Pressetermine und sowas. Also der ist schon ordentlich. Der ist ja extra nach Köln gezogen. Weil der ist ja in diesem Netzwerk von Media Sat.1, also Pro7 Sat.1. Echt? Ja. Und der Hauptfirmensitz ist ja in Köln und dementsprechend um die ganzen Termine wahrzunehmen, ja. Und der ist halt in Köln. Hä, wo war ich denn jetzt gerade hier? Also oben genau. Aha, das geht also mit Kronk, wa? Jetzt Mainstream geworden, wa? Hast du gesehen? Ja, ja, Gas genommen, ne? Ja gut, wir sind hier. Scheiße. Lass auch mal wieder nicht hier nur zugucken. Delay, Bitch! Delay! Es geht dann ein bisschen Chat ab. Ja. Link HP ist wahrscheinlich Angelo. Gibt's ihm jetzt mal richtig Angelo. Oh, ich guck mal die Dance. What do you got? Found you, gorgeous. Shoot that fool. What do you got? Found you, good looking. Reden jetzt hier gerade Lord Rio und so von dem Gesellschaftsspiel, den vielleicht früher was. Mhm. Nee, das war RimWorld darüber. Achso, achso, ja, okay. Wow, 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 wow. Gronkh? Ach, Jenny kennt Gronkh nicht. Gronkh? Oh, tatsächlich ich mir die Nase. Au, oh, Mann. Scheiße. Au, ich muss mal aussehen. Was wollte ich jetzt gerade sagen? RimWorld habe ich auch mal kurz zugeguckt und dann war da so eine Sache, da sind die halt auf Planeten gelandet. Fing das Spiel, glaube ich, mal an. Und haben sich dann schon in irgendeinem relativ großen verlassenen Fabrikgebäude oder mehreren Gebäuden niedergelassen. Hat er so angefangen, seine Station einzurichten und dann hat er eine Tür geöffnet und dann waren dahinter irgendwelche riesen Alienwesen oder riesen Roboterwesen, irgendwas eins von beiden, auf jeden Fall mit was er überhaupt nicht gerechnet hatte und durfte seine ganze Station, die er da mühsam aufgebaut hat, ja, war dann quasi im Arsch, dem Tode geweiht, weil er halt einen Raum aufgemacht hat, wo irgendwelche Riesenroboter auf einmal freigelassen wurden. Schon gar nicht mehr meins. Das ist, wenn, ne? wenn man alles auf einmal verlieren kann. Oh, 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 oh. Und dead. Nee, mach du mal weiter, ja. Was ist denn? Ja, das Spiel Spaß macht, ne? Hier du. Ja, es ist, Ja, auf jeden Fall, sehr minimalistisch. Oh, tot.
Ja, ein Geiselleben ist nicht schwer. Das wäre nicht meins, wenn ich alles auf einmal verlieren kann. Ja, also ich spiele jetzt ja gerade, hier habe ich dir geschrieben, was ich auch euch nur empfehlen kann im Chat. This War of Mine, das ist ja eigentlich auch nur ein Ressourcenmanagement-Spiel, ne? Also ja, ja, ja. Da kannst du auch alles an einem Tag verlieren, wenn die alle verrecken, ne? Aber das macht auch den Reiz dann aus und das ist echt ein mega geiles Spiel, also. Das macht richtig Bock, so richtig zu hören. Was eigentlich beim Videospiel bei mir echt selten gelingt, dass ich mich da mal irgendwie emotional anfassen lasse, aber das Spiel schafft das schon. Pass auf. Oh, 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 oh. Ja, das Spiel schafft das schon manchmal ganz gut. Das spielt ja irgendwie im ersten Weltkrieg, ne? Für die, die es nicht wissen. Das war auch mal? Ja. Nee, das war. Was? Das spielt im fiktiven Krieg, also ist auch nicht der dritte Weltkrieg. Ich denke mal, das Spiel findet, denke ich mal, in Polen statt, weil das ein relativ polnischer Name und der Entwickler ist polnisch. Die Stadt ist aber fiktiv. Wir sind jetzt doch Paragona oder so. Ist gleich gut, ne? Wow, 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 wow. Und es geht um einen Bürgerkrieg, also Rebellen stürzen den Staat, Land. Warte mal oben, einfach unten einfach erstmal. Und dann bricht halt ein relativ großer Krieg aus, der auch halt die Bevölkerung natürlich dann in dem Maße berührt, weil Lebensmittelzufuhr, alles kommt zum Stillstand. Ist doch auch dieses bisschen bunte, ne? Was? Ist bisschen bunte. Nee, ist überhaupt nicht bunt. Was meinst du? Nee, ist das nicht, der Weltkrieg ist auch nicht bunt. Dann sprich mir die ganze Zeit über das andere Spiel. Was du meinst. Auf jeden Fall, lad mal nach, genau. Ist eher schwarz-grau gehalten, also es hat schon Farbe, aber es ist sehr, sehr dezent von den Farben her. Und tot. Also ich dachte, man kommt da rüber. Verdammt! Cooles Spiel. Ist natürlich doof, dass ich das erst jetzt entdeckt habe, 3 Tage bevor es aus dem PSN wieder draus war, oder PS Plus. Aber ich hab's mir dann noch irgendwie vor 2 Tagen schnell noch runtergeladen. Ich dachte, schade, der nicht kostenlos. Also mit den Geiseln, das ist auch. Hast du schon einen Hund gefunden? Jetzt Jenny sagt, sie kennt Gronk. Persönlich oder was? Also ein Freund. Guck mal, sind sie zusammen? Ja, Gronk ist schon eine Faszination. Also mit 4,5 Millionen Abonnenten, die er derzeit hat, einer der größten deutschen YouTuber. Für amerikanische Verhältnisse ein Witz. Aber da fasst das wie PewDiePie, ne? Oder? PewDiePie hat. Das war ein Scherz mal, ich weiß nicht, lieber. Das 11-fach oder so. Ja, 50 Millionen. Oder so. Oh, das YouTuber und die ganzen Let's Player. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weswegen man streamt. Das kann ich nicht, was ihr quatscht soll. Das verschwendet. Ja, wir sehen auch, wie weit wir kommen mittlerweile. Wir konzentrieren uns auf dem Höhepunkt. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich lang muss. Warte. Verdammt! Er hat es doch geschafft, er hat sich gefreut. Haben die eigentlich alle Schlafanzüge an, die Geisel? Wahrscheinlich. Ist es so scheißegal, ob die Geiseln sterben oder nicht. Wie der immer. Dann oben kannst du nicht umrutschen, ne, Mr. T. Hit me! Wo bin ich immer nach? Oh, gleich verabschiedet er sich mit einem Säckchen. Ach du Scheiße. Dein Kind ist Gronk-Fan und bastelt ein Geschenk für Gronk. Meinst du, der braucht noch Geschenke, der gute Gronk? Ich weiß nicht, es gibt ein Video von ihm. Da zeigt er seinen Keller. Also sein Keller alleine ist so groß wie meine Wohnung. Der hat, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Räume, nur voll mit Werbegeschenken und Spielen. Und das ist Wahnsinn. Also. Ron Gilbert war letztens zu Gast bei Gronk. Wahnsinn, oder? Also ja, hab ich mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Dass sie es mittlerweile schaffen, mal eben
keinen geringeren als Bill Gates. Ja. Aber der ist auch nicht mehr der Bill Gates der Videospielszene. Aber er hat das geprägt, das ist sowas wie... Ja, klar. Mit Jimi Hendrix, der Gaming-Industrie will ich nicht sagen, aber so auf Augenhöhe mit Peter Molyneux, der damals sehr erfolgreiche Spiele gemacht hat, ne? Oh. Nein, der Koffer! Was kannst du immer noch? Ach komm.